Startnummer 72, Golfclub Herzog Tassilo, Loch 16, Par 4. Christoph, warum nominierst du dieses Loch? Gut, auf diesem Loch hier gibt es einige Entscheidungen zu treffen. Man kann es aggressiv spielen. Die Longhitter können direkt aufs Grün den Ball platzieren. Vielleicht nur im Matchplay, weil es doch sehr viel Wasser ums Grün herum ist. Ist auch die Fahnenposition sehr wichtig zu beachten, wenn man bereits von Loch 15 rüber geht. Steht die Fahne ganz links, muss man den Abschlag weiter nach vorne senden. Und wenn die Fahne in der Mitte steckt, kann man ruhig den defensiven Weg gehen und nur ein kurzes Eisen abschlagen und hat dann ein volles Wedge oder 9 Eisen ins Grün. So, wir sind hier angekommen für den zweiten Schlag auf dieses Inselgrün. Das hier, wo ich hier stehe, wäre die sicherste Zone, um zu abzuschlagen. Das Wasser links kommt nicht ins Spiel, aber wie wir heute sehen, die Fahne steckt ganz links. Und wir werden von dieser Trauerweide, die wir hier hinten sehen, ausgeblockt. Deswegen wäre es besser gewesen, wir spielen den Ball weiter nach vorne, aber dafür bringen wir das Wasser links ins Spiel. Welcher Score ist hier erlaubt? Ich glaube, man darf hier auch ein bisschen frecher denken. Ein Birdie ist auch eine Möglichkeit. Wenn man alle Hindernisse gut überwunden hat, findet man hier einen schönen Birdie-Putt. Und vielleicht geht sich das aus und sonst ein Paar, wenn alles gut läuft. Günther, was ist die Philosophie des Golfclubs? Ja, die Philosophie des Golfclubs sind im Prinzip zwei zentrale Punkte. Das eine ist, man bekommt jederzeit und soll hier jederzeit eine Abschlagzeit bekommen, das heißt auch spielen können, da man will. Das resultiert daraus, dass wir unsere Strategie in Richtung Mitgliederplatz ausgerichtet haben. Natürlich sind alle Greenfield-Spieler herzlichst willkommen bei uns und sie kommen auch zahlreich, aber die Strategie ist ausgerichtet auf Mitglieder und deshalb ist es auch immer möglich, hier eine Abschlagzeit zu bekommen. Und die zweite Geschichte ist die Pflege des Platzes. Unsere Greens, die wir immer versuchen, sehr schnell zu halten. Die Pflege des Platzes ist für uns sehr wichtig und wir werden auch dafür regelmäßig gelobt von unseren Gästen, egal ob Pros oder Amateure, sind immer begeistert von der Pflege.